Am 3. in Folge wäre gut. Ja, Dratzler. Dratzler. Bomben. Ja, Baljak. Baljak. In dem Sturm ist im Moment kein Platz für Pucki. Die sind so gut. Ja, aber jetzt war Pucki auch drin. Ja, ich weiß aber. Guck, Baljak hat ja auch gute Note gehabt. Ja. Ja. Und wir spielen jetzt auch 6 Tore. Ach, mal jetzt ist das erfolgreichste Team im Winter. Jetzt kommt ein Top-Spiel. Gegen Fürth. Andere Schüler wurden Schüler des Monats im Februar. Jula hat einen Außenmantriss. Ist verletzt. Oh, Jule. Na, wegen der Schule. Ich denke mal, Förster, ne? Ja. Oder einer aus der zweiten Mannschaft. Eine gibt Ansgar Wismar. Ja, First. Hat er verdient. Vielleicht wird er jetzt auch wieder treffen. Draxler. Lass mich selber vergrillet. Vergrillet. Doch. Steht an den Tal? Ja. Ja, Baljak. Ja. Förster. Ja? Ja, der hat einen 3,5, lass uns immer. Baljak hat einen 1,0. Den müssen wir jetzt immer drin lassen. Baljak. Ja, jetzt auch wieder Dritter. Na, jetzt wieder in den Schulden. Naja. 1 Million. Pucki an die Tür. Golf Solitärstadion. André Hoffmann. Oder? Nee, Hoffmann. Reiche. Baljak, ne? Ja. Gut. Ja, Töre. Lass uns so weitermachen. Ja, Töre Doppelback. Zu Recht hinter Beinkauf. Ein Punkt nur noch auf dem zweiten. Fassen. Boah, die 6 gewonnen. Gegen Bochum. Ja, jetzt gegen Bochum. Wir gehen. Jetzt gucken wir auch nochmal ganz kurz. Die zweite wird da, die bisher die meisten Tore gemacht hat. Haluk Türkeri. Okay, auch nochmal wegen der Mannschaftsaufstellung in die erste gucken. Ja, ist alles in Ordnung. Dann machen wir mal los.
Jetzt gegen Bochum, wie gesagt. Und ja, die sollen das Beste geben. Ah, Ja, Draxler. Draxler, erste Minute, Vorlage, Ballack. Nein, Hoffmann, Eigentor. Nein, Also, ja, Ballack. Ballack. Weiter, oder? Ja. Und dann, ne, tu mal Pucki für Förster raus. Doch. Komm, das sind wichtig. Ja, Ja, Draxler. Draxler. Nein. Naja, Egal. 3-3 gegen Bochum ist in Ordnung gegen den Vierten. Verteidigen wir. Ja. Zweiter sogar dadurch. Das kann auch mal die Siegen oder die kosten. Ja, also was. Hier unten sind Draxler und Förster. Ja, und sind jetzt wie gesagt immer noch im Minus. Aber dann in den nächsten 7 Spieltagen, dann denke ich mal, wird sich das halt noch ein bisschen Am Ende verschlechtern, kriegen wir aber ja noch die ja, eben. Tabellenplatz, denken wir so, ca. 4 Millionen. Dann zur Not können wir auch noch Kredite aufnehmen. Ja. Das ist ja nicht das Problem. Und eigentlich für Zweiter stehen wir gut da. Haben noch eine Chance auf den ersten Platz, aber davon war ja auch nie unser Ziel und Unser Ziel war gesichertes Mittelfeld, also dass ja. wir nicht zu weit nach unten abrutschen. Jetzt können wir mal Carlos Ja, Costa. Garcia ist wieder da, Ja. tun wir für Hoffmann ran. Wir können ja mal gucken, was Nilsson da macht. Ja, entwickelt sich gut. Ja. Was ist das? Bebe Robert schon wieder. Ja. Ich denke mal, nächste Saison holen wir da eigentlich zu 100% einen neuen. Der hat jetzt schon Die machen nur Stress. zum dritten Mal hat er jetzt schon die Mannschaftsinterne Nein, ausgeplaudert. Proschwitz. Und trotz einer Suspendierung hat er nicht aufgehört. Pucki für Ball, ja, gerade. Ja. Kommt. In den 17. Ja, Ja, Draxler. direkt. Ah, Ja, okay. dann erstmal weitermachen. Ah, 1-1 gegen den 17. Paderborn. Nicht so toll, aber passt Immer schon. noch dritter. Punkt gleich mit Bochum. Ja, das. Ja, wir müssen auch mal was für die Medien tun, weil Ja. ich denke, die Fans mögen uns. Und Ja, dann gibt es ne, wieder eine Suspendierung. ja. Ja. Zum dritten Mal. Und vorher gab es auch eine und dann wieder eine. Ich denke mal jetzt auch eher für längere Zeit. Ja, nur die Frage ist, wen hinten rechts hinstellen. Kehren. Mal gucken, ob wir was Besseres da. Einen zweiten haben. Ja, So. Bollmann. Ja. Ich würde dann sagen, lassen wir auch Ullmann. Immer Ja. für Kehren da. Ich denke mal, ja, der ist gut geworden. Können wir lieber Platzikas reinstellen und dann können wir. Ja, wir können ihn auch mal mitnehmen für Grillitsch dann auch mal spielen lassen. Weil der ist nur geliehen. Ja, eben deshalb. Wir können ihn ja lieber hinten rechts spielen lassen, weil Grealish ist ein Erfahrener, den was brauchst du im Team. Ja. Ingolstadt, Sieg ist Pflicht, meiner Meinung nach. Ja. Panik. Und mal gucken, einfach mal in England. Roni. Ganz klar, Uni. Neuer Trainer bei Köln ist Baden-Wiggen. Peter So, der Janko. Senkrechtstarter der Saison Wer ist. ist Peter Janko? Ah, gehen wir gleich zurück. Der Alter, ich will Janko. wissen, wer Peter Janko ist. Das denke ich mal in der zweiten. Ja, Naja. egal. Also, der beste Senkrechtstarter ist Nico Grob. Hat sich um Knaffnöller. 50% gesteigert. Genauso mal. Der ist Zeig gut. mal. Boah. Offensives Mittelfeld. Ne. Dann war dein Draxler für 2 Jahre. Ich weiß, aber ich habe ja nur gesagt, dass der gut ist. Ja. Warum musst du eigentlich immer so blöd zu mir sein? Töre. Ballack.
Ja, 2-0. Nee, lassen wir. Vielleicht mal Jasula. Ja. Oder vier Tore. Ja, mit einer gelben Karte dann lieber erstmal rausnehmen. Ja, Jasula Draxler, boah, da können wir nochmal wechseln. Mali nochmal rein für Grilic. Ja. Und nochmal Exlager. Ja, hat Ingolstadt wohl ordentlich Prise bekommen, Baljak. Jawohl. Da war ein gutes 5-0. Und sind die da Zweiter mit 12 Punkten noch auf Frankfurt. Baljak mit 8 Toren. Boah, der wird nächstes Jahr auch noch spielen dann, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn wir keinen besseren. Ey. Ja, wenn wir auch keinen besseren finden, aber ich denke mal, jetzt ist absolutes Spitzenspiel. Ja. Also, aber die Chancen, dass wir noch Erster werden, sind eigentlich nicht so. Deshalb machen wir jetzt auch keinen Textmodus, oder? Weil die können wir lieber im Derby gegen Fortuna nochmal machen. Ne? Weil wir haben Nachrichten bekommen, wir sollten mal Textmodus machen, aber. Das ist dann so, guckt mal. Also, wir nehmen die eigentlich jetzt schon relativ eigentlich viel auf. Und guck mal, wenn wir jetzt auch noch Textmodus dazu nehmen, dann dauert jetzt, sag ich mal, ich gehe jetzt einfach mal von 3 Spielen aus, die können dann 1,5 Parts dauern und das macht dann auch keinen Spaß zuzugucken, finde ich. Also finden wir, aber wenn ihr das findet, könnt ihr das auch ruhig sagen. Wenn die Mehrheit das findet, machen wir auch ruhig Textmodus. Aber ich denke mal, macht jetzt nicht so Spaß, wenn man die ganze Zeit nur da drauf guckt und eigentlich wenig passiert. Kommt. Wäre eine Überraschung, wenn wir gewinnen. Ja. Ja, Draxler. Dann machen wir dann nochmal eine Ansprache. Das Team. Sollen wir die loben? Ja. Oder Spieler des. Ne. Loben? Ja. Naja, wenigstens einen geringen positiven Effekt. Ja, da bist du. Ja. Kommt. Ja! Ja. Töre! Ja, Mann! Ja! Jetzt 9 Punkte entfernt, aber naja. Haben jetzt auch eine bessere Tordifferenz als Aachen und Bochum. Ja, er hat sich im Training nicht aufgedrängt. Das kam doch gar nicht rein. Ja, eben. Das ist doch immer dieser seit Manager 12, die. Nee. Ja.